Wir kommen jetzt gemeinsam zu der Möglichkeit, mit Word Clouds, also Wortwolken, Themen anschaulich darzustellen. Solche Word Clouds werden von Word Cloud Generatoren erzeugt aus einem Ausgangstext, den Sie entweder selbst verfasst haben oder mit Copy und Paste einlesen. Und aus diesem Ausgangstext erzeugt der Word Cloud Generator eine Wortwolke, in der ein Wort umso größer angezeigt wird, je öfter es im Ausgangstext vorkommt. Also Sie kennen sicher alle die zahlreichen Beispiele dieser Wortwolken. Die sind inzwischen ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wir finden sie trotzdem so anschaulich, dass wir sie hier in unsere Toolsammlung aufgenommen haben und Ihnen wirklich auch empfehlen möchten. Man kann mit so einer Wortwolke nämlich wirklich vieles tun. Man kann eine Veranstaltung ankündigen mit ihren Bedeutungsschwerpunkten, Themenschwerpunkten oder Sie können überhaupt aus einem beliebigen Text oder einem beliebigen Thema die Schwerpunkte herausgreifen und diese illustrieren. Sie können damit Drucksorten, Folien, Folder, Bilder fürs Web und so weiter erzeugen, aber natürlich auch Ihre eigenen Lernmaterialien. Und Sie können diese Wortwolken auch verwenden, um etwas auszuwerten, beispielsweise einen gegebenen Text auf seinen Bedeutungsgehalt hin oder seine Schwerpunkte hin auszuwerten. Natürlich auch einen Text, den Sie gemeinsam mit Ihren Lernenden oder Seminarteilnehmerinnen erstellt haben, vielleicht mit einem Edupad. Ja? Und ebenso gut ist es möglich, nach einer Veranstaltung eine Wortwolke zu verwenden, um die Schwerpunkte zu illustrieren. Und es gibt natürlich noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Es stehen mehrere Gratisprogramme zur Verfügung, um solche Word Clouds zu erzeugen. Im EBMOOC stellen wir Ihnen gleich drei davon vor, nämlich WordItOut, Wordle und Texedo. Alle diese drei Programme sprechen mit uns leider nur Englisch, aber sie sind alle ohne Anmeldung nutzbar und sie sind eben gratis und sie gehen auch mit den deutschen Umlauten richtig um. Das ist ja auch nicht unwesentlich. Gemeinsam möchte ich mir mit Ihnen jetzt genauer eines dieser Tools anschauen, und zwar WordItOut. Ja, und um mit WordItOut eine WordCloud zu erstellen, gehe ich jetzt einfach mal in meinem Browser auf die Internetadresse WordItOut.com und lande hier auf der Startseite und klicke da gleich mal auf Create Your Own und belasse hier links die Einstellung Normal Text und hier kann ich jetzt meinen Originaltext eingeben. In diesem konkreten Fall habe ich jetzt schon einen Text im Zwischenspeicher vorbereitet, den ich selber verfasst habe. Das heißt, es ist ein Text, in dem jene Wörter, die ich in der Wortwolke groß sehen möchte, auch oft geschrieben habe. Sie können das natürlich aber mit jedem anderen beliebigen Text auch machen, den Sie von einer anderen Quelle importieren. Ich gehe da jetzt mal auf Steuerung und V, um diesen Text einzufügen und klicke auf Generate, um mir eine beliebige Wortwolke anzeigen zu lassen. Die muss mir jetzt natürlich nicht gefallen und da kann ich auf den Zufall vertrauen und mir mit Regenerate andere Varianten anzeigen lassen oder ich greife aktiv ein und sage, okay, bei der Schriftart, ich möchte zum Beispiel eine Schrift ohne Serifen, dann schaue ich mir das nochmal an und dann sind mir vielleicht die Farben zu trist und ich möchte da vielleicht einen hellgrauen Hintergrund, weil ich das ausdrucken möchte. Kann ich mir das nochmal anschauen, dann schaut es ganz düster aus. Dann ist am besten, ich beeinflusse auch die Schriftfarben und nehme da zum Beispiel mal eine Auswahl von Rot bis Violett und gehe wieder auf Regenerate und das gefällt mir jetzt schon besser. Jetzt würde ich mir aber noch den Inhalt genauer anschauen wollen. Also in dieser Wortwolke, wenn ich da in die Mitte schaue, sehe ich Wörter wie zum Beispiel wie oft eine, die jetzt nicht wirklich sehr wesentlich sind für die Aussage. Und ich könnte diese Wörter einzeln abwählen, indem ich hier auf Wordlist gehe. Klicke zum Beispiel auf das oft, um das abzuwählen oder auf das wie, um das abzuwählen und auch das gleiche mache ich mit dem Wort eine und schaue dann wieder, wie die Wortwolke ausschaut und diese drei Wörter sind mir jetzt entfernt worden. Und auf diesem Weg komme ich so sukzessive zu einer Wortwolke, die mir gefällt und die möchte ich dann am Schluss speichern und gehe dafür hier auf Save. Da
kann ich dann meiner Wortwolke noch einen Namen geben. In dem Fall sagen wir EBMOOC Begleitgruppen. Und ich gehe hier auf das Feld mit der E-Mail-Adresse und kann mir hier diese Bilddatei an meine Adresse schicken lassen. Beim ersten Mal müssen Sie das in Ihrem E-Mail-Programm bestätigen. Bei mir wird das jetzt nicht mehr verlangt werden, genau, sondern ich bekomme diese Wortwolke einfach als Bilddatei geschickt und kann die jetzt weiter verarbeiten. Und ich darf das auch, denn die Wortwolken von Word It Out stehen unter einer Creative Commons Lizenz, in diesem Fall unter einer CC BY NCND Lizenz. Das bedeutet, sie dürfen kostenlos weiterverwendet werden, allerdings nur zu nicht kommerziellen Zwecken in unveränderter Form und mit dem Hinweis auf worditout.com.